Eigentlich wollte ich jetzt erst einen auf geheimnisvoll machen, was ist da wohl drunter, aber ich meine, im Titel stand es ja auch schon. Hallo Nico hier, schön dich zu sehen. Meine Kochi-Sporen hier neigen sich dem Ende und jeder, der schon mal welche gekauft hat, weiß, die kosten ein halbes Vermögen. Und hier drunter, da züchte ich gerade, oder vermehre gerade, besser gesagt, meine eigenen Kochi-Sporen. Und wie das geht, das zeige ich heute. Ich muss davon ausgehen, dass du weißt, wie man Kochi-Reis macht und schon selber erfolgreich welchen hergestellt hast. Falls nicht, sieh dir bitte erst mal ein Video an, wie man Kochi-Reis selber macht. Der Link dafür ist unterhalb vom Video in der Infobox. Ich habe hier fermentierten Kochi-Reis nach 48 Stunden und wie man sieht, ist der Reis von einer dichten, weißen Schimmelschicht überwachsen, dem Myzel. In diesem Stadium würde man ihn normalerweise trocknen und lagern, um den Reiskochi dann entsprechend zu verwenden, was auch immer du damit machen möchtest. Shio-Kochi zum Beispiel oder Sake. Ich lasse den Kochi-Reis aber noch weiter wachsen, bis er beginnt sich zu vermehren und grüne Sporen darauf wachsen. Ich decke ihn wieder mit einem frisch befeuchteten Tuch ab und warte noch ein bis zwei Tage ab. Bei mir herrschen zurzeit Temperaturen um 35 Grad, das ist optimal. Die Luftfeuchtigkeit ist aber nicht hoch genug, weswegen ich zusätzlich feuchte Tücher verwende. Im Sommer sollte es kein Problem sein, das nachzumachen, solange die Temperaturen nicht unter 28 Grad fallen. Nach zwei weiteren Tagen oder insgesamt 96 Stunden sind die Sporen gewachsen und schimmern grün. Bei näherer Betrachtung kann man die Sporen mit bloßem Auge erkennen. Ich versuche mal noch näher ranzugehen. Wenn ich etwas puste, kann man sehen, wie sich die Sporen im Wind bewegen. Und über diese Sporen vermehren sich die Pilze, in unserem Fall der Aspergillus oryzae. Die Sporen funktionieren in etwa so wie Pollen in Blüten. Damit wir unseren selber gezüchteten Kochi-Reisstarter verwenden können, mahle ich ihn zu feinem Pulver. Dafür zerbrösel ich den Reiskuchen hier als erstes einmal so fein wie möglich mit den Fingern. Da der Reis noch etwas feucht ist und sich so schlecht mahlen lässt, gebe ich noch etwas Reismehl dazu, um die Feuchtigkeit etwas aufzunehmen. Damit der Kochi-Starter nicht verunreinigt wird, sterilisiere ich das Reismehl, indem ich es in einer Pfanne röste. Wenn du das machst, empfehle ich, den Reis mit den reifen Kochi-Sporen erst für 2 bis 3 Tage zu trocknen, da die Gefahr relativ groß ist, dass das Reismehl den Kochi mit unerwünschten Keimen verunreinigt. Ich habe das nur gemacht, da ich nicht noch 2 Tage warten wollte. Vorsicht beim Mahlen bitte und am besten eine Maske dabei tragen, um den Staub nicht einzuatmen. Dann, ich werde sehr häufig nach meinen Bambus-Tabletts gefragt und wo man sie bekommen kann. Bambus ist ja eher ein lokales Produkt hier in Asien. Etwas Vergleichbares wäre Rattan in Europa. Wer sich also solche Tabletts zulegen möchte, sucht im Internet am besten nach Rattan-Tablett oder verwendet den Link unterhalb vom Video in der Infobox. Jetzt interessiert uns natürlich noch, ob das Ganze auch funktioniert. Darum habe ich inzwischen Reis gedämpft und ihn auf 35 Grad abkühlen lassen. Ich verwende hier einen japanischen Rundkornreis. Damit habe ich bis jetzt immer die besten Ergebnisse erzielt. Das Pulver ist natürlich nicht ganz so rein wie gekaufte Sporen aus dem Labor. Daher verwende ich etwas mehr davon und gebe 2 Esslöffel voll davon auf 1 Kilo gedämpften Reis. Der Reis sollte eine Temperatur von 35 Grad haben, jedoch nicht wärmer als 40 Grad sein. Unsere selber vermehrten Sporen verwische ich gründlich mit dem Reis und lasse den Reis für die nächsten 2 Tage bei etwa 30 bis 35 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90% fermentieren. Sei so lieb und unterstütze mich, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist. Sei auch so gut und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung, weiter geht's mit den Kochi-Sporen und Aspergillus oryzae. Wie man hier an meinem Temperatur- und Luftfeuchtesensor sieht, habe ich eine Lufttemperatur von 32 Grad. Die Luftfeuchtigkeit reicht aber nicht aus, daher decke ich den Reis immer noch mit feuchten Tüchern ab. Durch die Tücher sollte die Luftfeuchtigkeit direkt um den Reis 90% betragen
Wenn es nur 80% sind, funktioniert es aber auch. Nur mehr sollte es nicht sein, dann wird der Reis zu nass für den Schimmelpilz. Wie gesagt, im Sommer sollte das alles kein Problem sein, aber wenn es bei dir kühler ist, kannst du den Reis auf den Gitterrost im Backofen stellen und die Beleuchtung einschalten. Am besten, du verwendest einen solchen Sensor und kannst damit die Temperatur und Luftfeuchte überprüfen. Einen Link zu dem von mir verwendeten Sensor habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. Ich bin natürlich neugierig, ob sich nach 24 Stunden schon etwas tut und schau kurz mal nach. Außerdem muss ich das Tuch eh neu befeuchten. Ich denke, man kann einzelne weiße Punkte sehen. Das sieht ganz gut aus. So, kommen wir zum mit Spannung erwarteten Finale. Also ich hoffe doch mit Spannung erwarteten und schauen jetzt einfach mal rein, ob die selber gezüchteten Koji-Sporen funktionieren und der Reis mit einer schönen Schimmelschicht bewachsen ist. Ja, wie man eindeutig sehen kann, es hat funktioniert. Ja, also die teuren Koji-Sporen, die kann man selber vermehren. Wenn du schon erfolgreich bisher Koji-Reis produziert hast, dann lässt du halt in Zukunft einfach die Sporen ein, zwei Tage länger wachsen, bis da eine schöne grüne Schicht drauf ist. Ja, und dann kannst du damit deinen nächsten Koji-Reis ansetzen. So, das gesagt. Ich schaue mal, was ich damit jetzt Schönes mache. Ich habe noch ein ziemlich interessantes Experiment vor. Na gut, ich verrate es mal. Kann man die Koji-Sporen auch selber züchten? Also wilde Koji-Sporen. Das gibt es in einem anderen Video zu sehen. Und bis das soweit ist, verabschiede ich mich für heute. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Koji wieder. Hier in dem hier oder hier. Sojasauce selber machen. Braucht man auch Koji zu. Das gesagt. Der Nico ist weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, Koji-Sporen selber züchten geht. Das ist ein ziemlich interessantes Experiment. Das funktioniert.